Hallöchen, willkommen zum dritten Teil Rache des Subs. Es ist für März und ich bin nicht ganz so glücklich damit, denn es sind ein paar Bücher. Es sind so ein paar und ein paar sind tatsächlich auch schon relativ lange bei mir. Wir starten mal mit dem ersten Buch und zwar ist es aus 2016. Ein wahnsinniges Schätzchen. Ich bin so froh, es zu besitzen, habe es aber leider immer noch nicht gelesen. Es dreht sich um S von J.J. Abrams und Doug Dorst. Beziehungsweise das Schiff des Theseus von V.M. Straka. Diejenigen, die so ein bisschen, ja, sich auskennen, umgucken mit Büchern, die werden wissen, was das hier ist. Ich werde es trotzdem noch mal ganz kurz grob erklären. Das ist ein wahnsinnig schönes Schätzchen, war, glaube ich, auch gar nicht so günstig. Ist letztendlich auf sehr alt gemacht und sieht aus wie eine alte Leihausgabe. Leihexemplar steht auch drin. Die Seiten sind vergilbt, es ist was reingeschrieben und es soll eine wahnsinnig spannende Geschichte sein, die sich da entspinnt zwischen Zweien, die dieses Buch quasi lesen und sich darüber unterhalten. Ich möchte es unbedingt entdecken. Unschwer zu erkennen, sonst hätte ich es ja schon längst aussortiert und ich habe es leider immer noch nicht gelesen. Das steht echt schon viel zu lange bei mir und dieses Schätzchen möchte gelesen werden. Was aber nicht nur ein tolles Buch ist, sondern es gibt auch noch ganz tolle Sachen, die innen drin lagen im Buch. Ich habe sie irgendwann mal raus, aber ich habe auch ein Dokument, bei dem ich wieder weiß und nachgucken kann, wo was hingehört. Und zwar sind verschiedenste Sachen dabei, die in dem Buch drin liegen, die sich quasi diese beiden Leser hin und her schicken. Das ist ein Zeitungsartikel, der sehr cool nachgemacht ist. Das ist auch zwischendrin eine Postkarte. Das ist auch, was ich richtig cool finde. Also das sind wirklich so, die richtige Postkarten sind und beschrieben hinten Fotos. Aber das Coolste, was ich finde, ist das hier, das ganz vorne dran. Da ist was draufgemalt auf eine Serviette und das ist tatsächlich eine Serviette. Und das ist so, oh, das lässt mein Leserherz höher schlagen, weil es das nochmal anders erleben lässt, haptisch, weil dieses Buch funktioniert halt einfach nicht als E-Book zum Beispiel. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich werde es im März lesen, spätestens natürlich bis Ende Mai. Aber ja, wir werden sehen. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass das jetzt hier Anreiz genug ist, dass ich es lesen werde. Endlich. Denn es steht schon lange genug ungelesen bei mir. So, für 2017 sind es ein paar mehr Bücher. Um genau zu sein, 10. Zwei Hände voll. Gut, somit wisst ihr, es sind mindestens 11 Bücher. Ich kann verraten, es werden noch mehr, die im März auf mich warten. Aber ich zeige euch jetzt mal eben kurz diese 10 Bücher. Wir starten mit Jackson F. Wright, die Mittwochsbriefe. Da geht es wohl um hinterlassene Liebesbriefe, die sich ein Ehepaar geschrieben hat und die Kinder entdecken die dann. Fast 40 Jahre waren Jack und Laurel verheiratet, als sie in derselben Nacht Arm in Arm sterben. Die drei erwachsenen Kinder kommen zum Begräbnis im Elternhaus zusammen und entdecken im Keller ein Vermächtnis. Tausende von Briefen, die der Vater jeden Mittwoch an die Mutter schrieb. Wunderbare Briefe voller Liebe und Gefühl und ein Brief, der ein schreckliches Familiengeheimnis offenbart. Ich bin sehr gespannt, denn von dem Autor kenne ich schon das Weihnachtsglas und das war wahnsinnig toll. Deswegen, ja, den Autor mag ich schon und dieses Buch hoffentlich auch. Von Kathleen oder Kathleen McMahon, Kathleen vermutlich, Die Liebe im Zeichen des Nordlichts. Das ist ein Buch, das existiert auch unter einem anderen Titel. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der alte oder der neue Titel ist. Ich habe es gebraucht gekauft, das weiß ich noch. Hinten drauf steht ein Quote von Cecilia Ahern. Eine unvergessliche Geschichte von Hoffnung und Liebe, eine bewegende Geschichte, die ihr Herz berühren wird. Eine grandiose Landschaft, Irlands wilde Küste. Ein Mann auf der Suche nach seinen Wurzeln, eine Frau, die nicht mehr an das Glück glaubt. Eine Liebe, die beinahe zu spät kommt. Ich bin gespannt. Es klingt so ein bisschen wie eine Liebesgeschichte, die auch Cecilia Ahern schreiben könnte. Von der Autorin kenne ich noch nichts. Ich lasse mich überraschen. Von Valerie Beelan, Nur mit deinen Augen. Hier geht es meines Wissens um ein Au-pair-Mädchen. Genau, in Venedig. Und sie heißt Alice. Und für sie geht ein Traum wahr. Geht ein Traum wahr? Wird ein Traum wahr? Genau, und sie soll sich natürlich, also die Familie möchte, dass sie sich nicht nur um die Kinder kümmert, sondern auch um den ganzen Haushalt. Und deswegen hat sie nur nachts Zeit, sich die Stadt anzuschauen. Und da trifft sie einen geheimnisvollen Mann, der in ihrer Nachbarschaft wohnt. Tobias ist
Tobias ist Amerikaner und er ist blind. Alice verliebt sich in ihn, ohne zu ahnen, auf welches Abenteuer sie sich einlässt. Und das vor der romantischen Kulisse Venedigs. Ich bin sehr gespannt. Von Antonia Michaelis. Ich habe tatsächlich noch nichts von der Autorin gelesen, obwohl es ja einige tolle Bücher von ihr gibt oder geben soll. Ich hatte mal eins angelesen. Alle lieben November oder so ähnlich. Ich glaube. Und das hat mir nicht gefallen. Also zumindest das, was ich angelesen hatte. Und deswegen bin ich gespannt, ob mir das hier gefallen kann. Das Thema ist eigentlich schon so richtig meins. Deswegen, und zwar geht es darum, dass die verträumte Mathilda für eine Organisation arbeitet, die sterbenden Menschen ihre letzten Wünsche erfüllt. Ein letztes Mal Schneeflocken spüren mitten im Hochsommer oder in einem Riesenrad mitfahren in einem stillgelegten Vergnügungspark. Und das alles versucht Mathilda möglich zu machen. Und ja, da geht es dann wohl um eine einzelne Geschichte oder um eine besondere Geschichte, bei der sich dann Mathilde richtig reinstürzt und alles versucht, um den Traum, um den letzten Wunsch zu erfüllen. Klingt eigentlich nach einer total tollen Geschichte. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch nicht dazu gegriffen habe. Wobei, hier oben steht ja auch noch so eins. Das kleine große Glück ist, glaube ich, ähnlich. Auch noch nicht gelesen. Fast 500 Seiten. Vielleicht ist das ein Grund. Keine Ahnung. Trixi von Bülow. Ich wünsche mir, dass endlich mal was Schönes passiert. Ich glaube, der Titel hat mich damals sehr angesprochen. Jetzt nicht mehr so sehr. Sie heißt Fritzi Berger und wäre gern Grace Kelly. Sie schuftet in Köln und träumt von Nizza. Sie hat ein Kind und keinen Mann. Sie ist eine Heldin des Alltags mit dramatisch überzogenem Bankkonto. Und sie wünscht sich, dass endlich mal was Schönes passiert. Allerdings steht da auch noch mit drauf: Dieser Roman macht Frauen erst süchtig, dann glücklich. Ich bin gespannt. Ein wunderbarer Roman über die Dinge des Lebens in der Mitte desselben. Mal schauen, ob es auch mich süchtig und glücklich macht. Von Claire Dyer. Als gestern noch morgen war, Paddington Station, 9 Uhr morgens. Im Gedränge der Reisenden steht die Zeit für zwei Menschen plötzlich still: Fern und Elliot. Einst Liebende, die sich 25 Jahre nicht gesehen haben. Trotz allem Lebensglück haben sie den Tag, an dem ihre große Liebe zerbrach, stets bereut. Sie verabreden sich für den Abend und plötzlich ist alles wie damals: die Gefühle und die Zukunft, die noch offen ist. Bin sehr gespannt, auch das geht wieder in so eine ganz spezielle Richtung, von der ich denke, so, oh ja, es kann total schön sein, jemanden wiederzutreffen, den man jahrelang nicht gesehen hat und zu erfahren, was aus dem geworden ist. Ich bin gespannt, was aus Fern und Elliot geworden ist. Wird. Vielleicht wird. Amy Harmon. Dieses Buch haben wahnsinnig viele in die Kamera gehalten. Das weiß ich noch. Für immer Blue. Und das haben ganz viele geliebt. Ich habe es immer noch nicht gelesen, möchte das aber ändern. Und zwar möchte Blue herausfinden, wer sie ist. Das ist so viel, weiß ich auch noch. Was steht hier noch so? Sie trifft auf den neuen Geschichtslehrer Darcy Wilson. Er ist jung, hat einen coolen britischen Akzent und eine ansteckende Leidenschaft für sein Unterrichtsfach. Darcy ist der erste Mensch, der an Blue glaubt. Ich lasse mich überraschen. Es hat schon so viele begeistert. Mich hoffentlich auch. So, ein Buch, das mich vom Cover als auch vom Inhalt oder der Inhaltsangabe schon total gekriegt hat. Die Geschichte des Regens von Niall Williams steht hier auch schon viel zu lange ungelesen. Es dreht sich darum, dass Ruth Swain, 19 Jahre alt, bettlägerig in ihrer Mansarde unter dem Regen, liest sich durch die Bibliothek ihres Vaters und spinnt. An der Schwelle zwischen dieser Welt und der kommenden, die Saga der Swains. Eine Geschichte über Irland, das Lachsfischen, die Familie und eine Ode an das Erzählen. Und es klingt so gut. Es klingt, finde ich, so unfassbar gut. Liest sich durch die 3.985 Bücher, die ihr Vater Virgil Swain ihr hinterlassen hat. Ich bin so unfassbar gespannt. Hier steht eine vielschichtige, tragische, oft aber auch sehr amüsante Familiengeschichte aus Irland, voller Pointen und Anekdoten und berührender Gedanken über das Leben und die Literatur. Ein Roman, in dem die Worte selbst zu einem Fluss werden, der den Leser davonträgt. Ein Buch in Poesie und Mondlicht gebadet. Das klingt so gut. Ich hoffe, mich kann es auch überzeugen. Haptisch ist es schon mal ein absoluter Traum, weil es mehr so papierig ist, also nicht so beschichtet, nicht so glatt beschichtet oder wie auch immer man das dann nennt. Und die Farben, ne? Ich mag die unfassbar gern. Oh, und innen ist es eher hellblau. Wow, auch das mag ich gern. Auch das Cover mit den Fischen. Ich bin sehr gespannt. Das 9. Noam Spencer, der glücklose Therapeut,
soll wohl ein Therapeut sein, der sich dann selbst hinterfragt aufgrund seiner Patienten. Denn zum Psychologen David Winter kommen Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Meist gelingt es ihm auch, seinen Patienten den Weg zu einem zufriedeneren Leben zu weisen. Doch dann übernimmt er den Fall des depressiven Versicherungsangestellten Barry Long und ist zum ersten Mal in seinem Berufsleben überfordert. Als auch seine Familie ihm immer mehr entgleitet, ringt er verzweifelt um Kontrolle und begeht eine therapeutische Todsünde. Finde ich sehr spannend, weil der Autor selbst Therapeut ist. Und das macht es nochmal interessanter. Ah, okay, er hat schon mal einen Bestseller geschrieben, Der gute Psychologe. Und damit in der Nähe von Jerusalem geboren. Das ist ja noch spannender. Lebt heute in den USA, arbeitet als Professor für klinische Psychologie an der Otterbein University in Ohio. Wow, da muss ich mich dann ja direkt nach der Lektüre um das erste Buch bemühen, wenn mir das jedenfalls gefallen hat. Ich bin sehr gespannt. Und ein Buch, das ich bereits angelesen habe, geliebt habe, wieder abgegeben habe, da es ein entliehenes Buch war, Exemplar war und dann selbst nochmal gekauft habe. Der Wörterschmuggler von Natalio Gruiso oder Grueso. Ich weiß noch, dass es so wunderschön angefangen hat. Dass mir der Anfang so gut gefallen hat. Niemand versteht die Einsamkeit besser als ich. Niemand. Nicht einmal der, der in langen Winternächten niemals ein paar kalte Füße neben sich im Bett gespürt hat. Auch nicht der, dessen Körper niemals von zärtlichen Händen eingeseift wurde. Auch nicht das übergewichtige Kind, mit dem in der Pause niemand spielen wollte, oder die Jugendliche mit Brille und Akne, die bereits sämtliche Bibliotheksbücher ausgelesen hat, weil sie in ihrem Feriendorf keine Freundin hat. Niemand. Und nicht einmal der Großvater, dem sie im Altenheim den Sabbat abwischen und der hofft, dass ihn an Weihnachten wenigstens einer seiner drei Söhne besuchen kommt. Niemand. Weder der Schiffbrüchige, der sich in einem fremden Ozean verzweifelt an eine Planke klammert, noch der Insasse der Einzelzelle im Todeskorridor, der auf den endgültigen Stromschlag wartet. Niemand. Es kommt der Augenblick, in dem die Einsamkeit so schwer lastet, dass sie dir in die Knochen kriecht, wie die Feuchtigkeit des Morgentaus in den Gassen von L'Enserenissement im Januar. Eine grausame Kälte, die dir Eingeweide zerfrisst, deine Zunge lähmt und deine Finger absterben lässt. Eine elende Kälte, die dir den Atem nimmt und dein Gesicht in das eines theatralischen Clowns verwandelt, der nicht aufhören kann zu weinen, mit Tränen, die zu Eis werden und Wimpern aus Raureif. Seine Seele ächzt wie die Spanten einer im Sturm versinkenden Galeone und der Schmerz erdrückt dich. Dann mit der Erschöpfung die Müdigkeit. Aber da ist es schon zu spät. Du kannst nicht mehr einschlafen. Ich bin nach Venedig gekommen, weil es die melancholischste und einsamste Stadt der Welt ist. Ich lebe in einem kleinen Appartement im Stadtteil Duro. Und in dieser Wohnung passieren Nacht für Nacht Dinge, die Gerechtigkeit schaffen, die die Wirklichkeit und das Schicksal herausfordern und die schreckliche Last dieser verdammten Einsamkeit lindern. Ich bin so, von dieser Sprache bin ich hin und weg. Anders kann ich es nicht sagen. Hinten drauf steht nur eine geheimnisvolle Japanerin in Venedig. Ein Mann, der Bücher verschreibt. Ein Junge, der aus Liebe Wörter schmuggelt. Geschichten voller Fantasie, Weisheit und Abenteuer. Ein wunderschöner, bewegender Roman, der mir zu Herzen gegangen ist, sagt Paulo Coelho. Ein Buch, das man mit Vergnügen liest und das auf jeder Seite ein neues, überraschendes Geheimnis preisgibt, sagt Mario Vargas Llosa. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt und es kriegt mich jetzt schon wieder und ich möchte es jetzt sofort lesen. Ich habe es gebraucht gekauft. Fragt mich nicht warum. Manchmal verstehe ich die Welt auch nicht. Es fehlen noch die Bücher aus 2018, die bei mir eingezogen sind. Das sind ein paar Fachbücher. Um genau zu sein, die hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück an der Zahl. Wir beginnen mal mit den Fachbüchern. Also, ihr seht auch am Lesezeichen, ich habe da schon mal reingelesen, ne? Dick ist es nicht und groß ist es auch nicht. Naja, ich glaube, ich werde es nochmal von vorne beginnen. Es geht um den Hashimoto-Ratgeber von Andreas A.0 und Veronika Haslauer. Traditionelle chinesische Medizin, TCM. Chronische Schilddrüsenerkrankungen mit chinesischer Medizin behandeln. Genau, Hashimoto. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, oder hier mal eben guckt, dass ich Hashimoto habe. Das heißt, meine Schilddrüse ist so ein bisschen lahm. Um es mal nett zu sagen. Ich habe da. Als es vor 3 Jahren so war, habe ich einiges an Büchern gekauft und verschlungen schon, habe dann aber irgendwann aufgehört und habe noch ziemlich viele Bücher hier, um genau zu sein, mindestens 4 Stück, denn die stehen jetzt auf dem Plan. Und eins davon ist das kleine hier. Ich bin gespannt, werde es vielleicht ja doch einfach auch mal
mir zu Gemüte führen, weil es interessiert mich ja trotzdem noch, das Thema. Genauso ist es mit diesem Buch von Datis Karatsian, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto anders behandeln. Anders ist kursiv gedruckt. Und warum dieses Buch jetzt auch noch? Ah ja, war ich da schon mal, oder? Ich glaube, das habe ich schon mal teilweise reingelesen. Ja. Dieses Buch deswegen, weil ich das, als ich auf Wellness war, auch das könnt ihr euch angucken, in Bad Füssing, da war es so, dass dieses Buch in der Bibliothek stand. Und ich habe da reingeblättert und habe es eigentlich ganz gut gefunden, habe es aber dann noch nicht gelesen, seit ich es hier stehen habe. Das soll sich auch ändern. Wie gesagt, ich möchte noch mehr drüber wissen. Dann hatte ich damals relativ groß angekündigt, dass ich dieses Buch von Anthony William lesen möchte, Heile deine Schilddrüse. Die Wahrheit über Hashimoto, Über- und Unterfunktion, Schilddrüsenknoten, Tumoren und Zysten, also alles Mögliche über die Schilddrüse ist hier drin und wie man sie eben heilt. Ich weiß, ich habe schon mal reingeguckt und es war ziemlich viel Richtung, wir machen hier Selleriesaft oder sowas, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. Naja, auf jeden Fall verschiedene Rezepte sind drin und die sollen der Schilddrüse helfen. Ich dachte, es war vor allem Selleriesaft. Naja, Staudensellerie-Saft. Ha, ich wusste doch. Und ich hatte versprochen, dass ich dieses Buch lese und ein bisschen mitfilme, was ich da so esse und trinke und so weiter. 90 Tage genau, darum ging es. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich tatsächlich so viel mitfilmen werde und das machen werde, aber ich werde mal schauen, ob ich diese 90 Tage hinkriege für meine Schilddrüse und mich da nochmal drum kümmere. Wird dir nicht schaden. Ich komme zwar, kann ich an der Stelle einmal erwähnen, recht gut mit meiner Schilddrüse zurecht. Wir haben uns quasi angefreundet, aber verkehrt kann es nicht sein, wenn ich der was Gutes tue. Denn ich möchte noch möglichst lange und ganz gut mit ihr klarkommen. Dafür sollte ich doch mir die Zeit nehmen und mich ein bisschen drum kümmern. So, und weil es noch nicht genug Lektüre ist und das auch gar kein dickes Buch ist und es sind auch nur ungefähr 500 Seiten. Hier sind es nur 28 Tage übrigens. Erkläre ich gleich noch. Von Dr. Amy Myers, die Schilddrüsenrevolution, das ganzheitliche Selbsthilfeprogramm bei Hashimoto Über- und Unterfunktion. Durchaus nicht zu kurz gefasst, schätze ich. Und eben mit einem 28-Tage-Plan drin. Das heißt, da drin wird auch nochmal einiges erklärt, wie und was man tun kann für seine Schilddrüse. Und noch schnell das letzte Buch von Ava Reed, Die Stille meiner Worte. Das ist ein Buch, das ich immer noch hier stehen habe, ungelesen von Ava Reed. Ich habe noch mindestens noch eins ungelesen hier stehen, wenn nicht sogar zwei. Und habe erst ein Buch von ihr gelesen, fand ich aber bisher gut. Deswegen, ich freue mich sehr darauf. Hier geht es um Hannah, die nicht mehr spricht, weil ihre Zwillingsschwester Issy ist ums Leben gekommen. Und die Geschichte würde ich ganz gerne entdecken, abgesehen von dem wunderschönen Cover. Das war es jetzt dann aber von mir aus dem März. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffe. Ich bin gespannt. Vielleicht lese ich ja im Februar noch was davon, damit ich im März nicht ganz so viel zu tun habe oder muss eben den März ein bisschen ziehen auf die nächsten Monate. Aber eben nicht zu sehr, weil es schiebt sich ja dann immer weiter. Und jetzt verabschiede ich mich. Das war's. Rache des Subs. Es geht für mich jetzt ans Lesen. Und ausprobieren. Schilddrüse und so, ne? Ganz viel Saft machen und trinken. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ja, lest schöne Bücher. Tschüss.